Wasser. Vielen Dank. Laut Gesetz verpflichtet dich zu warnen. Mein Körper ist eine durchtrainierte und tödliche Waffe. Du bist aber eine zähe kleine Ecke und bringst dich schnell selber um. Das würde mir eine Menge Zeit sparen und ich habe es furchtbar eilig. Thank you.
Ich bin dann wieder... Ihr seid Copper. Ich weiß. Und wer seid ihr? Stammt ihr von einer der Portalwelten? Ich heiße Rin und ich bin ein Mitglied der Talamari von Gladstone. Oh, verzeiht mir. Keine Vergebung für euch. Der Orden der Finken grüßt euch, Reisender. Bitte deponiert eure Spenden in dem vorgesehenen Gefäß. Vielen Dank. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Gelegenheit, euch zu dienen. Ich bin dann... Ich bin dann wieder... Ihr seid Copper. Ich weiß. Und wer seid ihr? Stammt ihr von einer der Portalwelten? Ich heiße Rin und ich bin ein Mitglied der Talamari von Gladstone. Oh, verzeiht mir. Keine Vergebung für euch. Copper, schön, dich zu sehen. Wie geht's? Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Ich bin durch ein Portal gegangen. Ah, ganz schön mutig, Copper. Und was hast du auf der anderen Seite gefunden? Es war eine Vulkanwelt mit einer großen verlassenen Drachenstadt. Das klingt ja faszinierend. Ein Drachen war noch da und ich musste gegen ihn kämpfen, um die Spiegelscherbe zu bekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn, oder genauer sie, getötet habe. Gut. Ein Fink tötet nur sehr ungern. Ich muss weg, wir sehen uns dann noch. Pass auf dich auf, Copper. Bruder Copper, wie geht es dir? Naja, zumindest lebe ich noch. Sag mal, Boris, ich habe mir überlegt, ob es nicht irgendeine Aufgabe gibt, die ich erledigen könnte, um der Gilde meine Loyalität zu beweisen. Und vielleicht einen etwas höheren Rang zu erreichen und meine Fertigkeiten zu verbessern. Du brauchst erstmal mehr Übung.
gucken. Ich muss weg. Wir sehen uns dann noch. Wenig in die Wälder rausgehen, um ein paar Kräuter und die Höhle des Drarakels zu suchen. Vielleicht sollte ich auch ein paar Wildschweine jagen. Also, gibt es irgendwelche neuen Aufgaben für mich in dieser Gilde? Naja, ihr seid gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Cesara meint, ihr müsstet eure Fertigkeiten erst noch etwas weiter verfeinern. Okay, ich werde weiter trainieren. Und? Gibt es hier irgendwelche neuen Sachen? Wie soll ich denn das überprüfen? Ihr seht etwas, was ihr haben wollt und ihr kauft es. Das ist alles, was ich weiß. Ja. Ist es ganz egal, wer ihr seid, Junge.
Ein oder zwei Jährchen im Kerker könnten euer Benehmen bestimmt deutlich verbessern. Oder vielleicht sollten wir euch lieber gleich hängen. Das sollten wir wohl Fürst Jaren entscheiden lassen. Ich hoffe, ihr versteht euch gut mit Fürst Jaren, Junge. Cyrus sucht Handwaffe für Meister. Benutze Aufzeichnungen. Ich würde euch gerne alles abkaufen. Tja, dann werde ich es euch mal verkaufen. Thank you.
möchte ich euch gerne alles abkaufen. Tja, dann werde ich es euch mal verkaufen. Überall Eis. Hey, das Pott. Eis, überall Eis. Ecke und bringst dich schnell selber um. Das würde mir eine Menge Zeit sparen und ich habe es furchtbar eilig. Monster.
nah! Also gern, ja? Langsam wünschte ich wirklich, ich hätte mir was zu essen mitgenommen. Also, wenn das nicht unser Ziegenhirte ist, was treibt euch denn hierher? Ich hoffe, ihr sucht nicht nach losen Weibern. Keine da. Ich hab's ausprobiert. Gibt es hier nicht. Danke für euren Rat. Was macht ihr denn hier im Portal? Naja, irgendwer muss sich ja schließlich um das Wohlergehen von Gladstone sorgen und wer könnte das besser als ich? Aha, ihr seid also aus rein patriotischen Gründen hier. Natürlich. Deshalb und weil ein Freund im Eisernen Ring erzählte, hier gäbe es einen Haufen einsamer Frauen, die ganz wild darauf seien, mich kennenzulernen. Man hat euch gesagt, dass sie ganz speziell auf euch warten? Kann man es ihnen verdenken? Immerhin bin ich der berühmte Rix von Tyrqual, Bezwinger des Belial. Also, wie ist es gelaufen mit den Mädels? Muss eine Verwechslung gewesen sein. Die einzigen Frauen, die ich getroffen habe, waren ziemlich sauer und wollten nur kämpfen. Ach, ihr wisst doch, wie Frauen so sind. Das tue ich, Junge. Wenn es etwas gibt, wobei sich Rix von Tyrqual auskennt, dann sind das Frauen. Offen gesagt finden sie mich meist unwiderstehlich. Ah, Copper! Willkommen im gefrorenen Ödland. Ihr seid bestimmt wegen der Frauen hier. Frauen? Aber ja, eine ganze Dimension voll mit den hübschesten Mädels, die deine jungen Augen jemals erblickt haben. Ihr seid schon mal hier gewesen? Sicher doch. Der Eiserne Ring kennt diese Welt seit langem. Wir kommen sonst immer durch den Weißen Turm hier. Du weißt doch, von welchem Turm ich rede. In der Nähe von Ivel. Der Turm selbst steht zwischen den Dimensionen. Doch jetzt, wo es das Portal gibt, wollen bestimmt viele Männer diesen neuen Weg nehmen. Das Drarakel sagt, es wird ein Leck oder Zerstörungen oder sowas geben, wenn wir das Portal nicht schließen. Dann schließ mal schön, Jungchen.
Aber pass auf die Mädels auf und vor allem, vertraue ihnen nicht. Wenn du ihnen helfen willst, tu es aus freien Stücken und nimm keinerlei Gefallen als Gegenleistung an. Denn die Dankbarkeit der Frauen kann dich teuer zu stehen kommen. Und wenn du kämpfen musst, erwischst du sie besser unvorbereitet. Vielleicht musst du ihnen sogar etwas vormachen, um sie in Sicherheit zu wiegen. Danke für den Ratschlag. Ich muss jetzt los. Ich will Richard helfen. Er hat die Armee einberufen. Komm doch nach, sobald du Zeit hast. Klar, sobald ich diesen Portalkram hier erledigt habe, komme ich auch rüber. Nette Weste, was? Hat mir meine Mutter gemacht. Ah!